Wenn man mal die letzten Handelstage Revue passieren lässt, dann fällt auf, wir hatten zunächst den Abverkauf, Donnerstag, Freitag letzter Woche, Montag, Feiertag, Dienstag ging der Abverkauf an der Wall Street weiter und dann eine Erholung. Aber diese Erholung, und das ist interessant, die ist genau da ausgelaufen, wo am Freitag der Schlusskurs war. Man hat also das Gap geschlossen, sehen wir hier beim Leitindex S&P 500. Wir sind also genau wieder an diese Kurslücke herangelaufen. Am Montag war ja Feiertag, am Dienstag ging es weiter runter, dann die Erholung ab Mittwoch, heute dann auch eine Erholung auf Future-Basis, dann auch auf Kassa-Basis, aber dann ist der S&P 500 eben genau an dieses Niveau gelaufen und jetzt stellt sich die Frage, kommt er drüber? Wenn nicht, dann heißt es Hopp, von Hoppen, Hüpfen, Springen. Das heißt, er würde dann weiterfallen oder eben Top, dann ist Luft, wenn diese Marke, die etwa bei 3.425 Punkten liegt, wenn die überwunden werden kann, dann kann es noch 2% weiter raufgehen, 3486 um und bei wäre dann der nächste Widerstand. Schauen wir uns gleich mal in den Charts an. Also das ist das, was die Bullen jetzt schaffen müssen. Sie müssen dieses Gap bestätigen, müssen zeigen, dass man über dieses Gap drüber kommt, dass man dann die nächsten Kursziele ansteuert und solange das nicht der Fall ist, da ist man ein bisschen nervös, das hat man heute gesehen. Wir sind genau an diese 3425, 26 rangelaufen, haben es nicht geschafft und dann kam ein ziemlich schneller, heftiger Move nach unten, dann wieder eine Erholung, dann allerdings auch wieder etwas nach unten. Mal sehen, wie diese ganze Geschichte ausgeht, aber es ist eben ein bisschen choppy, das ist nervös, das ist nicht so diese Sicherheit, die die Bullen noch vor einiger Zeit, ja eigentlich bis letzten Mittwoch ausgestrahlt haben, das ist schon mal greifbar. Was haben wir denn wir noch? Wir haben ja jetzt ein Sentiment gehabt, hier das sogenannte Daily Sentiment, 3-Month Average. Sentiment hier praktisch gemessen an Kapitalströmen und da war natürlich eine extreme Euphorie, wir sehen das hier, wir sind dann auf Extrempunkten gedreht und normalerweise gibt es dann scharfe Korrekturen, ja das hatten wir gesehen, oder es gibt eben dann scharfe Korrekturen mit Rallies, vielleicht sehen wir jetzt sozusagen die zweite Variante, die hier angedeutet ist in diesem Tweet, nämlich dass es entweder dann ziemlich steil nach unten geht und zwar dauerhaft dann nach unten geht oder wir haben dann eben eine volatile Seitwärtsbewegung. Könnte sein, dass wir in dieser derzeit stecken. Wir werden sehen. Jedenfalls gibt es einen ziemlich großen Widerspruch zwischen dem, was die Leute sagen, nämlich hier zum Beispiel in der Umfrage unter amerikanischen Privatinvestoren. Die sind ziemlich negativ. Nur 23,7% der befragten US-Privatinvestoren sind bullish. Aber wenn man sieht, was faktisch passiert, dann ist diese bullische Aussage durch Taten nicht gedeckt. Im Gegenteil, wir sehen, dass hier vor allem Optionen weiter massiv getradet werden, vor allem kleine Portionen von Optionen werden massiv getradet und weiterhin auch in besonderen Aktien. Wir sehen, dass zum Beispiel hier Calls auf Apple, auf Tesla immense Volumina erreichen, teilweise mehr als auf den Leitindex S&P 500, respektive den SPY, das maßgebliche ETF auf diesen Index. Das heißt, es gibt schon eine gewisse Schizophrenie zwischen dem, was die Leute sagen und was dann faktisch an den Märkten passiert. Das ist nicht zu verkennen und dementsprechend glaube ich, dass wir natürlich nach wie vor mechanisch ein Problem haben, denn es ist hier noch das Potenzial für eine große Enthebelung. Diese Privatinvestoren an sich schaffen es nicht wirklich, die Märkte ganz klar in eine Richtung zu bewegen, aber sie zwingen die Broker, sich dann zu hedgen, eben wenn da Optionen gekauft werden, Calls gekauft werden, dann müssen sich die Broker hedgen oder eben auch bei Puts. Jedenfalls ist das eine sich selbstverstärkende Dynamik und das erklärt vielleicht so ein bisschen das Geschehen der letzten Tage, erklärt auch die Volatilität. Besonders Apple war im Fokus und hier sehen wir mal, was möglicherweise fundamental jetzt mal zu konstatieren ist. Wir haben hier eine Grafik der Aktienkurs von Apple, Bums nach oben, dann dieser kleine Haken nach unten, minimal im Vergleich zu dem, was vorher nach oben gegangen ist. Und unten sehen wir die Liefernachfrage nach Kameras, die ins iPhone eingebaut werden und die ist ziemlich mau, die ist nach wie vor negativ, ist nach wie vor rückläufig. Also es kann sein, dass wir dann sozusagen perspektivisch nicht nur bei Apple möglicherweise eine Eintrübung sehen, nachdem das zweite Quartal ja hurra weniger schlecht war als erwartet, aber die Ansprüche steigen eben und wenn diese Ansprüche nicht befriedigt werden, dann kann es ein bisschen schwierig werden. Apropos Ansprüche, einer der anspruchsvollsten Hoffnungsträger neben Tesla, Nikola,
ist heute deutlich unter Druck, nachdem Hindenburg Research, ein allerdings bekannter Shortseller, gesagt hat, also das, was da passiert, ist praktisch ein immenser Betrug. Auch das, was mit dem Vorstandsvorsitzenden hier passierte, sei immenser Betrug. Der hätte schon immer wieder krasse Betrügereien gemacht. Man weist dann einzelne Punkte nach oder meint nachzuweisen, was da sozusagen an Betrug passiert. Das wird jetzt eine heiße Geschichte, denn Nikola ist so einer dieser Highflyer-Aktien, eben wie auch Tesla. Nur bei Tesla wissen wir, dass die wenigstens ein paar Autos verkaufen, ja nicht allzu viele, aber ein paar eben schon. Nikola hatte nur Zukunftsversprechen und noch kein einziges Fahrzeug wirklich verkaufen können. Dementsprechend ist das sozusagen auch so ein Symptom für diese heiße Luft, die da an der Wall Street gehandelt wird. Und wir haben jetzt die Situation, das unterstreicht nochmal vielleicht das, was ich vorhin gesagt habe, dass wir jetzt dieses Choppy-mäßige haben, dieses Hinher, dieses Nervöse angesichts jetzt eben des Wahlkampfs in den USA, der jetzt immer heißer wird. Wir sehen, dass normalerweise die Aktienkurse Schwierigkeiten haben in einem Wahlkampfjahr, wo die Wahl nicht klar ist, wo also nicht wirklich klar ist, wer das jetzt gewinnen wird. Nach wie vor ist nicht klar, ob Biden gewinnt oder ob Trump gewinnt. Jedenfalls steht Trump ein bisschen unter Druck jetzt durch diese Bob Woodward-Geschichte, der ja aufgezeichnet hat, dass Trump schon Anfang Februar wusste, wie gefährlich das Coronavirus ist, dass es über die Luft übertragen wurde. Man hatte also offenkundig schon aus China sehr gute Informationen bekommen. Die hat er allerdings nicht weitergegeben. Das hat in den USA doch ziemlichen Aufruhr verursacht. Viele, deren Angehörige gestorben sind, sagen, ja, wenn der mehr und stärker reagiert hätte, dann könnten die noch leben. Trump sagt, ja, der hätte ja durchaus diese Erkenntnisse auch publizieren können, warum hat er es nicht gemacht und so weiter, aber er ist der Präsident, er hat die Exekutivvollmacht, also das wird eine heiße Geschichte für Trump, das wird nicht so ganz einfach darauf da rauszukommen. Trump deutet dann mit dem Finger auf die Demokraten mit seinem Mantra Law and Order, das ist ja sozusagen das Programm, das ihm zum Sieg verhelfen soll, und droht, ja, wenn jetzt die Demokraten gewinnen, dann werden die Vorstädte brennen, dann werden da Anarchisten das Sagen haben etc., also das ist jetzt die Strategie sozusagen, mit der Trump versucht, aus dieser Nummer rauszukommen. Insgesamt natürlich für den Wahlkampf und für die Wahl in den USA auch wichtig, was passiert am US-Arbeitsmarkt. Wir haben heute Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gesehen, schlechter als erwartet, ebenfalls die Continuing Claims, also die fortgesetzten Anträge. Und wir sehen, dass jetzt insgesamt 29,6 Millionen Amerikaner in irgendeiner Form Arbeitslosenunterstützung bekommen. Und der Trend geht jetzt wieder nach oben, wie Sie in dieser Grafik sehen. Auf dem Hochpunkt waren wir bei 32,4 Millionen. Da sind wir jetzt nur ein bisschen drunter. Also es ist nach wie vor so, dass am Arbeitsmarkt nicht wirklich entspannt ist, und das ist natürlich für einen amtierenden Präsidenten jetzt nicht so gut, denn der sah ja noch vorher mit der Wirtschaft und dem Arbeitsmarkt richtig gut aus vor dem Coronavirus. Jetzt ist die Sache natürlich anders, sonst hätte Biden wahrscheinlich auch keine Chance, wenn jetzt diese Geschichte nicht der Fall gewesen wäre. Trotzdem sind die Aktienmärkte erstmal gestiegen, weil man sich gesagt hat, an der Wall Street zumindest, weil man sich gesagt hat, naja, guckst du, dann steigt so ein bisschen der Druck auf die beiden Parteien, Republikaner und Demokraten, dass da man sich einigt, dass dann der nächste Stimulus kommt. Aber so sieht es derzeit nicht aus. Und das werden wir bald in den Daten sehen aus dem September. Konsumdaten, Einzelhandelsumsätze, die werden im September nicht mehr so hübsch sein wie im August, weil schlichtweg die Geldversorgung ein bisschen stockt. Und man sagt sich, naja, und dann muss die Fed halt auch weiter drucken. Das ist natürlich das Mantra. Allerdings sieht man, dass die Fed-Bilanz eigentlich stagniert. Also da passiert jetzt nicht mehr so viel. Heute war dagegen EZB-Tag, also die zweite wichtige große Notenbank. Und Lagarde hat im Grunde nicht viel gesagt. Man hat ein bisschen die Wachstumserwartung raufgenommen. Jetzt für dieses Jahr wird nicht ganz so schlimm. Und man hat den Euro, naja, so ein bisschen schwach geredet, aber nicht wirklich. Ja, man hat über den Wechselkurs diskutiert, denn es ist ja so, dass ein starker Euro natürlich deflationären Charakter hat. Man kann dann aus dem Ausland mit einer stärkeren Währung eben praktisch billiger einkaufen. Das ist nicht gerade preisfördernd. Hier sehen wir mal die Inflations- und Wachstumsprognosen der EZB. Aber wann haben die schon jemals gestimmt, um ehrlich zu sein? Wir haben jetzt die Prognose minus 8% wird das Jahr 2020 dann abschließen. Aber schauen wir uns die Dinge mal an in den Charts und gucken wir vielleicht mal gleich,
auf den S&P 500, den ich hier ja am Anfang thematisiert hatte in den Charts von Capital.com, meine Damen und Herren. Wir sehen hier diese Spitze. Ich hoffe, Sie sehen das. Ansonsten schiebe ich es nochmal ein bisschen nach oben. Hier sehen wir diese beiden Dochte, die nach oben gegangen sind, genau auf das Niveau, das wir hier hatten am Freitagsschlusskurs. Da müssen wir drüber. Da wollte er nicht drüber. Da ist er jetzt zweimal gescheitert. Und das ist natürlich jetzt vielleicht die Steilvorlage für die Bären, die jetzt ihre Chance wittern. Wir werden sehen. Wir sehen den Nasdaq, der heute bullischer am Start war, jetzt auch ein bisschen unter Druck. Wir sehen, dass diese Erholung jetzt zunächst mal zu Ende zu sein scheint. Allerdings, die Dinge sind volatil, können sich sehr schnell ändern. Schauen wir uns den DAX an. Der mit der Euro-Stärke, der zwischenzeitlich über die 1,19 gesprungen ist, eben weil die EZB den Euro nicht schlecht reden wollte, niedrig reden wollte, jetzt doch ein bisschen stärker unter Druck kommt. 13.128, schauen wir uns den Euro doch gleich mal an. Dann sehen wir, da waren wir schon ja bei 1,1920, sind allerdings jetzt mit diesem leichten Risk-Off-Modus, der an den Aktienmärkten der Fall ist, ein bisschen runtergekommen. Und schauen wir uns dann Gold an. Auch das ist im kurzen Zeitfenster unter Druck auf 5 Minuten, aber auf 4-Stunden-Basis doch nach wie vor recht stabil in einer Seitwärtslage bei 1951 Dollar. Also das ist jetzt die Gretchenfrage, schafft man den Widerstand? Da wird drauf geachtet, das ist nicht so, dass ich mir das ausdenke, sondern da sehen wir, dass da sozusagen ein Kampf hopp oder top stattfindet, und wenn er drüber geht, dann hopp, dann haben wir weitere Luft, wenn nicht, dann sind wir jetzt schon in der zweiten Abwärtswelle. Wir werden sehen. Ich wünsche eine schöne Feierabend, meine Damen und Herren, und sage Servus und Ciao.